Hi, ich bin der Günther, ich komme aus deiner Bude. Die Begrüßung hat sich gerade scheiße angehört. Ich weiß nicht warum, mein Hals hat für einen Moment gekackt. Ja, professioneller Anfang. Ich bin auf Oceaner Island auf der Suche nach dem... Also, ich muss zum Schicksalsturm, um den Schatten wieder herauszufordern. Der Besitz von... Und was macht fucking Tropius hier? Alter, die Levelkurve hier ist kacke. Wo sind sie? Oh, hi, Gorgeras. Hallo, was tust du hier? Ja, also die Gilde... wie du vielleicht wissen solltest, ist im Moment geschlossen, weil wir nach Höhlen gehen, um was zu untersuchen. Aber ich habe Kappels und Kokowai verloren, also suche ich sie. Höhlen? Okay, das ist weit weg. Ja, ist es. Naja, wir müssen hier auch was untersuchen, also... Wenn wir sehen, sagen wir sie, dass du hier bist. Echt? Danke. Ich hab doch einen sogar schon gesehen. Wollen die jetzt echt, dass ich nochmal zurückgehe? Leck mich, Level 40. Digga, hier sind die Level auf jeden Fall direkt overpowered? Die Level sind overpowered, meine Freunde. Was wollt ihr mit 35? Hier so friss. ...31 ist schon eher... Alter... Ruzukip kann gar nichts. Jetzt müsste ich mich nur noch an die Richtung erinnern. Das Ding hätte ich auch down bekommen, aber kack drauf. Ich habe jetzt eh keine Ahnung, ob ich underleveled oder overleveled oder was auch immer bin. Naja. Auf jeden Fall, Leute. Gestern. Es kam nur eine Folge. Ob ihr es glaubt oder nicht. Übrigens, hi. Was wollt ihr? Tropius guckt da hinten nach dir. Oh, ich muss los. Bruder muss los. Danke. Ja, sehr gut. Das hat sich gelohnt. Ich hab den ja sogar schon mal angesprochen. Da hat er aber einfach nur gesagt, ich soll mich verpissen. Sehr sympathischer Typ. Und was zur Hölle ist das da hinten für eine Höhle? Und warum switche ich hier durch all meine Pokémon, wenn ich das hier brauche? Wenn ich den brauche, der schon vorne steht. By the way, hier, ich habe einen Level 28er. Obwohl, den trainiere ich jetzt immer nicht. Flamly ist übel gefickt über meinem Team im Moment. Ich benutze ihn ein... Als ob das ge-one-hitted hat. Du wirst von sowas hoffentlich nicht ge-one-hitted. Also Dratini ist zwar tot, aber solange es noch surfen kann, ist ja alles okay. Warte, was? Leck mich. Und wie soll ich das Ding besiegen? Hier sowas bekämpfe ich doch mal. So, Level up. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wo ich genau hin muss. Ich weiß nur, dass ich Shaman suchen soll. Schon wieder. Ja, ich kann ja mal... Obwohl, stimmt, ist das Ding nicht sogar... Oh, das ist ja richtig dumm von mir. Das Ding ist ja sogar Wassergestein. Sicher landet das Ding jetzt ein Crit. Und hier ist der Ausgang.
Willst du mich verarschen? Nein, nicht wieder rein, aber... Hat mir das nichts gebracht? Was ist das denn? Warum bist du auf einmal nur Level 25? Und warum benutze ich nicht Blitz? Und warum bin ich schon wieder komplett überfordert? So, mit Schwalboss müsste ich vor ziemlich allem fliehen können. Oh, ich habe ja gar nicht mehr Schwalboss vorne. Alter. Ich ess dich. Ja, okay, wenn das Ding nur 27 ist, schaffe ich es zu fliehen. Sicher hat es noch ein KP. Eine VM habe ich hier. Wetten, es ist Kaskade. Ist es. Das habe ich nicht mal eine Wahl. Und ich muss Aquawelle rauswerfen. Und ich wechsle mal das Pokémon an erster Stelle. Ich hab doch... Genau das wollte ich. Jawohl, das war meine Hoffnung, dass ich auch vor den Dingern damit fliehen kann. Hallo, ich hab Kaskade. Genau. Warum zur Hölle rennst du hier rum? Und das Ding ist Typ Unlicht, Alter. Underleveled, aber ich hab... Alter. Oh, das war eigentlich nicht der Plan. Naja, ich kann mich ja auch hier mal umgucken. Dass ich hier jetzt nur Kanivana treffe, ist schon auch irgendwie Betrug, oder nicht? Wenn ich nochmal so underleveltes... Ah, hier gegen dich kann ich mal eine Psychokinese auspacken. Bisschen pushen. Zack. Zack. Hey, ist schon eine Weile her, Endivia und Flamly. Erinnert ihr euch nicht an mich? Wer bist du? Das einzige Pikachu, das wir kennen, ist Günther. Ah, scheißegal. Euer Traum ist es, ein Rettungsteam zu sein, richtig? Ja. Wer bist du? Wie ich gesagt habe. Es macht nichts aus, ob ihr euch an mich erinnert oder nicht. Aber nervt mich nicht bei meinem Zeug. Willst du mich jetzt verarschen? Was ist mit dem los? Hallo? Der blockiert mir meinen Weg. Das heißt, ich war hier jetzt umsonst und muss später hierhin. Wetten? Mal wieder ein ganz komischer Charakter. Und ich habe das Gefühl, die heutige Folge wird zum Zuschauen wieder die Spannung pur. Ja, okay, ich hätte hier nicht mal weiter gekonnt. Ich dachte, ich konnte noch weiter, als ich sagte, ich wollte den... Das war auch nicht der Plan, aber hey... Warte, da ist ein Ausgang. Da komme ich nicht durch, obwohl die Gegend da oben echt... Mal im Ernst. Das ist doch safe shaming da oben. Da muss ich doch safe hin. Und von da komme ich.
hier ist der einzige Ort, den ich erreichen kann. Mir reicht's, ich hatte genug. Wer war das? Lass uns nachgucken. Ja, Shaman. Ich sag's ja. Und wer seid ihr jetzt? Rettungsteam. Rettungsteam. Ja. Bleibt mir aus dem Weg. Okay. Okay, erstmal weg. Du hörst mich, du bist nutzlos. Was ist sein Problem? War das nicht Shaman? Shaman, aber ich dachte, Rafan hat gesagt, dass Shaman ein kleiner Wollflauschball ist. Shaman kann die Form ändern. Genauso wie Felina. Aber Shaman kann seine Form, wenn er will, ändern. Hey, guck mal darüber. Da heult jemand. What the fuck bist du? Ey. Oh, sorry. Hi, Kleiner. Ihr Kleinen. Was ist los? Hat Shaman dich angeschrien? Du musst Dingstar sein. Ja, bin ich. Und Shaman war sauer auf mich. Warum das? Weil wir haben beide den Schatten hier gefühlt und er hat sich entschieden, ihn für jeden aufzuhalten, aber du wolltest ihn aufhalten, richtig? Ja, ich will nicht, dass er verletzt wird. Ich sorge mich um ihn. Ah, ich verstehe, wenn du dich so sehr sorgst. Warum hast du ihn nicht aufgehalten? Ja, wir haben ihn gerade wegfliegen sehen. Ich bin nicht stark genug, um ihn aufzuhalten. Und er hat mir gesagt, ich bin schwach und nutzlos. Er versteht nicht, wie sehr ich mich um ihn kümmere, aber ich kenne Shaman. Er würde nicht rumgehen, wenn ich ihm gesagt hätte, dass er es nicht soll, aber... Sonntag! Bitte was? Werdet ihr mir helfen? Ja. Wir sind Rettungsteam, also... Danke und bekämpft mich. Hä? Ich dachte, du willst, dass wir... Ich will, dass er weiß, dass ich stark bin, also... Alles klar. Ich mag echt die Bosskämpfe in dem Spiel. Die Gründe dahinter vor allem. Wenn das Ding jetzt... Was? Erstmal, warum bist du ein Turtok? Zweitens, scheiße! Wenn du Level 40 bist, was soll ich dann beim Finale machen? Ich muss hoffen, dass ich es verwirre. Ja, muss ich. Ha, verwirrt! Wow! Ich glaube, ich bin nicht so stark. Oh, 8000. Danke, jetzt kenne ich meine Grenzen. Ja, könnt ihr ihn jetzt zurückbringen? Danke. Okay. Ja. Aber jetzt, mich wundert es gerade. Ich hätte null erwartet, dass ich hier auch nur ansatzweise in die richtige Richtung gegangen bin. Und jetzt muss ich wieder in die Höhle und dahin, wo mich gerade dieser Keck da aufgehalten hat. Anscheinend, weil woanders komme ich hier nicht lang. Was ich auch mir gut vorstellen könnte, weil ich das Spiel kenne. Vor allem, dieser Weg war eigentlich übel versteckt. Deck, den ich genommen habe. Dass das echt der richtige ist, überrascht mich jetzt schon. Ah, warte, wahrscheinlich muss ich sogar noch weiter zurück. Dafür ist extra diese Stelle hier da. Ah, und bevor ich hier hingehe, ich guck lieber nochmal. Ich meine, hier unten war ja auch ein... oder... Ja doch, hier lang war ein Ausgang und der wird dann nicht umsonst sein. Vielleicht ist er dahin. Und wenn ja, dann bin ich Gott. Gott und Jesus in einer Person.
Fuck. Nope. Geil. Wozu existiert dieser Ort jetzt eigentlich genau? Aber auch wenn ich jetzt hier... Mal im Ernst, wo muss ich hin zur Hölle? Vor allem hatte ich diese Insel ja noch gar nicht fertig untersucht. Der Aufbau von dem Ganzen ist im Moment ein bisschen arg verwirrend für mich. Warte, hier sieht's wichtig aus. Ist alles so komisch. Ey, nee, jetzt bin ich wieder bei Tropius. Den soll man so erreichen. Dann programmier nächstes Mal besser, Junge. Mal im Ernst. Ich hab den jetzt eigentlich durch Cheaten erreicht. Und hier ist eine Sackgasse. Jetzt mal im Ernst. Wo soll ich denn hin? Alter. Also wenn ich hier jetzt noch eine Zeit lang, wenn ich gleich keinen Plan mehr habe, ich kann ja nochmal da hingucken, wo dieses Pikachu war. Bin ich gerade dumm? Ah ja, hier war die Höhle. Ich gucke jetzt nochmal bei dem Pikachu da hinten, wenn... Falsche Richtung. Jetzt darf ich den scheiß Blitz nochmal aktivieren. Du willst mich doch... Außerdem wegen den Leveln. Das ist schon richtig kacke im Moment. Die Dinger sind halt auch fucking stark. Okay. Das Ding nicht. Vor allem ist das Problem... Gerade Dratini und Flemly sind zu schwach, dass ich sie nutzen und trainieren kann. Was war hier? Oh ja, scheiße. Da war Kaskade. Auch so eine Sache, dass die VM hier einfach random auf dem Boden lag. Jetzt bin ich einfach Jetzt bin ich beim anderen Wasserfall. Was bringt einem dann der Bereich da oben? So. Boah, Level 5, geh halt noch mehr ab. Mal kurz heilen. Hallo. Hallo. Das Ding weg. Also war das wohl eine schlechte Ausrede des Entwicklers, warum man hier noch nicht lang gehen sollte. Oh, Level 32. Gut zu wissen, dass das nicht nur Nintendo macht. Und heute bin ich echt zu blöd, meine Pokémon zu switchen, oder? Mann, ich würde das Ding hier ja gerne gescheit bekämpfen. Aber Dratini ist ein Keck. Und Pikachu ist am höchsten gelevelt, als ob. Ist hier was?
Tot. Ha. Echt jetzt? K-Pilz ist hier. Willst du mich verarschen, Alter? Ich kann dieses Viech nicht trainieren. Ich kann die nicht trainieren. Ach, sind das nicht die Gaugadas? Nervt mich nicht. Ja, übrigens, Tropius guckt draußen nach dir. Willst du mich verarschen? Deine Augen zeigen nicht, dass du lügst. Okay, ich gehe, aber danke. Ja, ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Bock, nochmal zu Tropius zu rennen. Ich hoffe, ich erinnere mich dran und komme später nochmal dazu. Wenn nein, ich hasse mein Leben, Alter. Leck mich. Jetzt mal for real, was soll ich machen? Dratini ist zu scheiße, um es zu trainieren. Ich habe echt das Gefühl, ich muss. Vor allem dann beim Finale kann ich einfach nicht auf Dratini und Flamely bauen. Ja, ich kann auf mein ganzes Team nicht mal gegen die wilden Pokémon bauen. Das war eine lange Surferpassage. So, mal ein paar Kills snacken. Leck mich. Bevor ich surfe, da ist halt safe nix. Ja, wow. Das war's wert. Alter, diese Inseln sind ja mal so was von schmerzhaft ist, glaube ich, ein gutes. Oh, willst du mich jetzt verarschen? Gengar, du nutzloses Stück Vor allem, wie komme ich da hin? Vielleicht den Weg lang surfen? Okay. Gengar, du nutzloser Haufen Scheiße. Ich weiß nicht, wenn es ein Doppelkampf wird, mache ich... Oh, ich habe Angst, dass er mit Voltenso liede. Andererseits, wenn er mit Absolide des Psyana im Arsch. Juckt mich nicht so oder so. Die Spasten. So, das war's. Was denkt ihr? Ihr seid alle behindert, Team, was auch immer. Dann denke ich, machen wir es den harten Weg, ne, Shaman? Ja, als ob ihr mich besiegen könnt. Ich wette, ihr könnt mich nicht mal angreifen. Was macht ihr Keks hier? Was für eine Scheiße baut ihr jetzt schon wieder? Ach ja, wenn das nicht die Helden von Hewa sind. Helden? Einfach nur, weil ihr den Schatten besiegt habt, heißt das nicht, ihr könnt unsere Geschäfte stören. Spastis. Wir machen euch nochmal kaputt. Yay! Wir haben noch nicht oft genug gegen diese Keks gekämpft. Es war doch so klar, oder? 36. Ich bin underleveled, aber wisst ihr was? Ich bleib da jetzt bei. Hä? Die setzen als zweites Gengar? Warum nicht Absol? Ja, gut gemacht, Gengar. Gegen Unlicht habe ich halt nichts sehr Effektives. Da kannst du nochmal. Aber ich muss sagen, oh. Das Ding, wow. Also Gengars Team wird auch jedes Mal schlechter. Kann das sein? Bäh.
nice. Das kann nicht sein. Nee, kann's nicht. Hatten wir erst zweimal. Okay, in der zweiten Folge war es, glaube ich. Ja, okay. Ja! Wir zeigen's euch. Excuse me, what the fuck, ey, ich meine, aber, ne? Wirbelwind. Scheiße! Und da sind sie weg. Wow, das war ein starker Wind. Sie waren zu laut. Also, was wollt ihr? Also, Sprinefee will ich sehen. Na toll, dann los. Leck mich. Shaman, du kannst fliegen und lässt mich den ganzen... Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Sprinefee. Bis dann. Ciao.